Freunde, wir sind wieder da dieses Jahr im April. Und zwar, letztes Jahr war es das letzte Rennen, dieses Jahr ist das erste. Wir sind im schönen Schwabhausen. Die Strecke sieht wirklich richtig gut aus und das Wetter ist auch Bombe, also kommt vorbei. Es sind in allen Klassen, wirklich in allen Klassen Plätze frei. Genau, was wir jetzt noch erwähnen können, was ja in diesem Jahr ganz neu ist. Die meisten von euch werden es bestimmt mitbekommen haben. ADAC hat eine Kooperation eingegangen mit der IGE. Das heißt, ihr könnt zusätzlich zu der IGE-Meisterschaft noch die ADAC Cross-Country-Meisterschaft mitfahren. Ihr könnt euch dazu gerne noch anmelden. Wenn ihr Infos braucht, checkt die Webseite. Das geht die ganze Saison über. Und jetzt fahren wir die Strecke ab. Freut euch drauf. Yeah.
Pausen von 2024. Soweit ich gesehen habe, nur eine Umfahrung, zwei. Oder? Zwei Umfahrungen, genau. Zwei. So, hier ist dann das Wichtige. Wir haben am rechten Handgelenk unseren Transponder. Den habe ich jetzt nicht dran. Und hier ist, wird dann ein Kästchen sein. So, da müsst ihr den dagegen halten, gegen den Kreis. Und wenn das oben leuchtet, dann könnt ihr weiterfahren. Dann ist die Runde gezählt. Hier vorne müsst ihr aufpassen. Es geht hinter dem Flatterband rechts wieder auf die Strecke drauf. Vor dem Flatterband, da fahren wir hin, da geht's in die Box. Schaut bitte, ihr könnt nämlich, wenn ihr dran vorbeigefahren seid, nicht nochmal zurück. So. Hier seht ihr es. Ihr kommt bei der Zeitnahme, hier geht's in die Box rein. Langsam machen, wenn ihr in die Box wollt. Dann geht es nach da hinten und dann müsst ihr schauen, in welche Box. Hier geht es für die weiter Runden fahren wollen.